oder Düsseldorf, wobei mir das etwas zu schick in Düsseldorf eher zum anarchischeren Köln der Ende 80er überlaufen ließ. Nun, die Ruhe und klare Beschreibung in Mölls Büchern machte in mir eine sonderbare melancholische Stimmung, welche aber angenehm war, so wie man sich in den späten 70ern eine Zigarette ansteckte und noch nichts von Mobiltelefonen wusste. Ich war oft allein und gewöhnte mich an diesen Zustand, denn ich hatte Bücher und das Leben erschloss sich meiner Fantasie wie Blumen, nur spärlich gegossen, aber jeden Tropfen genießend. Und auch jetzt, wenn ich schreibe, nutze ich die alte Schreibmaschine, um ein wenig in der Zeit zu kleppen. Klammern, weg waren sie, die erziehungsberechtigten Personen und sonderbar sonstigen Gemütsverdreher, und ich konnte mich gehen lassen, da es waren die Tropfen, die aufzusaugen keiner Motivation bedurften, und nachts erwachte ich voller innerer Bilder, um diese aufzuschreiben, ja, zu malen, zu zeichnen, und hätte ich damals ein Klavier gehabt, so hätte es auf Ruhe, Störung hinausgelaufen, angenehm, unangenehm für einen, der nicht gerne auffällt. So trank ich meinen Kaffee im alten Hinterzimmer von Bäckereien in alten Kölner Vierteln und musste feststellen, dass jener moderner Waren als vorgestellt und in Mölls Büchern. In Mölls Büchern sah ich diesen grünen Lodenmantel, den Protagonistin, ich roch ihre Strümpfe und verwechselte das dann später mit Fernsehbildern. Zeit vergeht und der große Fluss fließt weiter, denn wenn das Ich nicht mehr existiert, nicht vergessen, dann fliegend wie im Traum, und zusehends wird man staunend über die eigene Erwindung und Überwindung der Schwerkraft fliegen wie im Traum.